Hi, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Lisa und ich möchte dir dabei helfen, ein erfüllteres und glücklicheres Leben zu führen. Und heute geht es um ein Thema, das super, super wichtig ist, wenn du dein Leben wirklich nachhaltig transformieren möchtest und wandeln möchtest und endlich etwas verändern möchtest. Es geht nämlich um das Thema Vergebung und darum, wie man vergibt und warum Vergebung so wichtig ist. Ich hatte schon mal darüber geredet in der letzten Zeit auf Instagram und es gab wirklich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mal so viele Menschen abgestimmt haben. Ich habe euch erzählt von meiner Vergangenheit, ein bisschen von meiner Kindheit und eben, dass meine Mutter einen Partner hatte, der nicht mein Vater ist, sondern einen Partner hatte, der sehr, ja, gewalttätig war, sage ich jetzt mal, mental und auch körperlich. Und ich darunter sehr, sehr gelitten habe als Kind und als Jugendliche. Und dass ich es geschafft habe, ihm zu vergeben. Und wie ich das gemacht habe. Und ich habe euch ein bisschen davon erzählt und ihr habt euch gefragt, wollt ihr wissen, was mein Vergebungsritual ist? Und ihr habt gesagt, ja, möchte ich wissen. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen laufen mit so einem schweren Rucksack durch die Gegend von Dingen, die sie nicht vergeben haben. Von Dingen, wo sie anderen immer noch so eine Schuld zuschieben und einfach nicht loslassen können. Es geht viel weniger darum, das, was der andere gemacht hat, zu bagatellisieren und zu sagen, das war alles nicht so schlimm, sondern es geht darum, dass man selbst endlich loslassen kann und sich nicht immer wieder in diese Opferdynamik reinbringt. Weil das Problem ist ganz einfach, dass wenn wir an diesem Bild anhaften, an dem, dass wir Recht haben und dass uns Unrecht widerfahren ist und dass es uns so schlecht ging und dass der andere endlich bestraft werden sollte, dann ist eigentlich, was wir machen, ist, wir halten daran fest, und wir senden diese Schwingung aus und wir kommen auch immer dadurch wieder, kriegen wir das auch, also ziehen wir das auch wieder an. Das heißt, ein Grund, warum so viele Narzissten und Soziopathen nicht ihr Karma bekommen, ist einfach, weil die Menschen nicht loslassen und weil die Menschen nicht vergeben. Denn wenn wir anfangen zu vergeben, dann ändern wir die Energie in unserem Umfeld, die Energie, die wir aussenden, die Schwingung, die wir aussenden, und dann ziehen wir auch andere Sachen an und wir lassen uns nicht mehr in diese Täter-Opfer-Dynamik, wir lassen uns darauf gar nicht mehr ein oder da hereinziehen in diese alten Muster. Und wenn du möchtest, dass jemand endlich sein Karma bekommt, dann ist das Erste, was vielleicht counterintuitive ein bisschen klingt, das Erste, was du machen musst, ist vergeben. Und da gibt es eine ganz, ganz tolle Technik, die habe ich das erste Mal kennengelernt, als ich auf Hawaii war. Das war eine ganz, ganz heftige und schmerzvolle Erfahrung. Da habe ich meinem Ex-Freund vergeben. Also ich bin da gerade frisch getrennt gewesen und bin dann eigentlich auch nach Hawaii. Also ich habe, das war ganz, ganz, ganz doof gelaufen. Wir hatten eine wunderschöne Beziehung und am Ende haben wir uns so gestritten, dass wir ohne miteinander nochmal zu reden, bin ich einfach nach Hawaii geflogen, nach Amerika geflogen, und es war eigentlich vorbei sozusagen. Und ihm zu vergeben und auch mir zu vergeben, also auch ihn um Vergebung zu bitten, das habe ich dann noch vorbei gelernt. Und dieses Ritual, das heißt Ho'oponopono, was wir da gemacht haben. Und das ist eines der mächtigsten Werkzeuge, die man an die Hand bekommen kann, wenn man sein Leben wirklich ändern möchte. Und Ho'oponopono ist eigentlich ganz, ganz einfach. Das ist eine Art Meditation, eine Art Mantra, was man singt. Und das besteht aus 4 Silben. Ich glaube, das wurde von einem Arzt ins Leben gerufen. Auf jeden Fall, ich kann es nicht mehr so genau wiedergeben. Es gibt einen Arzt, der hat das angewandt, also ein Psychotherapeut war das, der hat das angewandt bei psychisch kranken Patienten, und der hat sich nur die Akte von denen durchgelesen. Also der hat diese Patienten nicht mal im wirklichen Leben getroffen, sondern er hat sich diese Akte von den Patienten durchgelesen und hat dann für diese Patienten Ho'oponopono gemacht. Und dadurch hat er es wirklich geschafft, sie von ihren psychischen Leiden zu befreien und sie zu heilen. Also sie hatten irgendwie Depression oder Schizophrenie, und durch dieses Ho'oponopono hat er es tatsächlich geschafft, die Menschen zu heilen. Und was Ho'oponopono eigentlich macht, ist, dich aus dieser Opferdynamik rausholen, anderen Menschen vergeben, dir selbst vergeben und damit eine neue Realität erschaffen und kreieren. Und Ho'oponopono ist ganz, ganz einfach. Es ist eine Art Mantra, das man sich einfach ganz oft sagt. Dabei stellt man sich die Person vor dem geistigen Auge vor, oder man kann sich auch vor ein Bild der Person setzen und dieses Mantra immer wieder sagen. Es gibt da auch geführte Meditationen, ich würde die von Aaron Doherty empfehlen.
Oder es gibt ein ganz wunderschönes Lied. Ich verlinke euch das in die Infobox. Auf jeden Fall, bei Ho'oponopono sagt man eigentlich nur vier Silben. Es sind vier Silben, die die Kraft haben, alles zu verändern. Wirklich. Diese vier Silben heißen, und sie kommen jetzt, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Also zu Deutsch übersetzt eigentlich, es tut mir leid, bitte vergib mir, vielen Dank, ich liebe dich. Und das wiederholt man ganz, ganz oft. Und dabei kann man sich auch ruhig die Person vorstellen oder vorm Bild sitzen von der Person. Und das ist ein Vergebungsritual, das ich für mich immer anwende, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste jemanden vergeben oder jemand sollte mir vergeben. In dem Moment, wo man das sagt, sendet man eine ganz, ganz heilsame Energie aus. Und es ist wirklich so, man heilt sich selbst und man heilt den anderen. Und man kann das machen, wenn man einerseits möchte, dass jemand anders einem vergibt für irgendetwas Schlimmes, Schmerzhaftes, was man jemand anders angetan hat. Das ist ja oft so, dass wir auch darunter leiden, dass wir das Gefühl haben, ich habe so etwas Schlimmes getan und ja, wir uns selbst nicht vergeben können. Wir auch das Gefühl haben, die Person kann uns nicht vergeben und das belastet uns so sehr und kreiert damit natürlich auch immer wieder neue negative Momente. Und um uns selbst zu vergeben und dass auch die Person uns vergeben kann, ist Ho'oponopono super kraftvoll und sehr, sehr wirksam. Aber es funktioniert ganz genau auch andersrum. Also ich habe es auch mit meinem Stiefvater gemacht. Er hat uns wirklich seelig auch ganz, ganz viel misshandelt. Trotzdem habe ich das Ho'oponopono mit ihm gemacht und zu ihm gesagt, es tut mir leid, bitte vergib mir, danke, ich liebe dich. Einfach um aus der Dynamik auszusteigen. Ich habe damit einfach nur gemeint, es tut mir leid, dass ich dein Licht nicht sehen konnte. Es tut mir leid, dass du für mich dieser Mensch warst. Und ich damit auch immer wieder neu diese Realität kreiert habe und gar nicht eben, also du ziehst das an, was du bist und was du denkst. Und wenn du halt immer wieder von einer Person in einem entsprechenden Muster denkst, dann kann die Person auch nur in diesem Muster handeln. Die kann den Rahmen gar nicht sprengen. Das ist einfach deine Schwingung, deine Frequenz. Und das habe ich gesagt. Also es tut mir leid, dass ich dich in diesem Licht gesehen habe. Es tut mir leid, dass ich überhaupt zugelassen habe, dass du mich so behandelst. Bitte vergib mir. Dankeschön. Ich liebe dich. Und mit diesem Ich liebe dich connecte ich mich auch wieder mit der Person. Ich verbinde mich mit der Person. Ich realisiere wieder, dass wir alle eins sind. Ich verbinde mich mit der Kraft des Universums, mit dieser Quelle der Lebenskraft, ja, was eigentlich die Liebe ist und die er genauso auch in sich trägt. Und damit verbinde ich unsere Seelen wieder miteinander und damit kann eine ganz neue Dynamik entstehen, damit kann alte Muster wirklich geheilt und aufgelöst werden. Und ich habe das wirklich nicht nur mit ihm gemacht, ich habe das mit ganz, ganz vielen Personen gemacht in meinem Umfeld, wo ich das Gefühl habe, ich muss etwas vergeben oder ich habe denen eigentlich Leid zugefügt und es ist immer eine Dynamik, ja, beruht immer auch so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Man kann sich nicht, in dem Moment, wo du dich immer nur als Opfer siehst und in dem du dich weigerst zu vergeben, in dem Moment kreierst du einfach neue Realität, wo das immer wieder kommt, dass du immer wieder schlecht behandelt wirst und so immer wieder unfair behandelt wirst. Und wenn du endlich daraus austreten möchtest und endlich Positivität in dein Leben ziehen möchtest und Menschen, die dir gut tun, dann musst du aus dieser Opferdynamik rauskommen, aus diesem alles ist unfair und natürlich ist es schlimm, was dir widerfahren ist. Das möchte ich hier gar nicht kleinreden. Aber möchtest du noch mehr davon erfahren oder möchtest du endlich loslassen und das Leben begehen, was du verdient hast zu leben? Darum geht es. Und das, was ganz, ganz viele Menschen bei Vergebung falsch verstehen, ist auch, dass sie sagen, ja, aber die Person hat es nicht verdient, dass ich ihr vergebe. Das mag ja sein, das mag sein, aber du hast es verdient, das nicht mehr mit dir rumzuschleppen. Du hast es verdient, das loszulassen. Du hast verdient, ein wunderbares Leben zu führen, ohne diese ganze Last auf deinen Schultern. Und deswegen ist es eben doch so wichtig, dass du vergibst, damit du aus dieser Dynamik austrittst. Es geht nicht um die andere Person, es geht um dich und deinen inneren Seelenfrieden. Und wenn du mehr Liebe bist, dann kannst du auch mehr Liebe geben und in dem Moment, wo du mehr Liebe gibst, bekommst du auch mehr Liebe zurück. Das ist ganz, ganz automatisch. Du ziehst immer das an. Das Universum sagt zu allem ja, was du sagst. So kannst du dir das eigentlich merken. Wenn du sagst, ich bin das Opfer, dann sagt das Universum ja und sendet dir genau das. Wenn du sagst, ich werde immer unfair behandelt, dann sagt das Universum ja.
und gibt dir genau das. Und wenn du aber sagst, ich liebe diese Person und ich vergebe der Person, dann sagt das Universum ja. Und in dem Moment, diese Person spürt das auch, die Energie, die du aussendest. Und wird dementsprechend auch ganz anders handeln. Es ist also ganz wichtig, das einfach mal auszuprobieren und das auch wirklich mal 21 Tage am Stück zu machen, würde ich vorschlagen. Vor allem, wenn man noch nicht viel Erfahrung allgemein mit Meditation hat, dann würde ich wirklich empfehlen, das öfter zu machen. Es kann sein, dass ihr das erste Mal noch nichts spürt, das zweite Mal vielleicht auch noch nicht. Und beim dritten Mal ist es eine total intensive Erfahrung. Macht das mal 21 Tage am Stück und wenn es euch schwerfällt, euch die Person vorzustellen, weil es vielleicht schon Jahre her ist, was auch immer, dann findet ihr vielleicht noch irgendein Bild oder es gibt Social Media, ihr findet irgendeine Möglichkeit, um euch, um diese Person nochmal euch vors geistige Auge zu bringen und macht dieses Ho'oponopono. Und ihr müsst es der Person nicht mal sagen. Ihr müsst diese Arbeit nur für euch selbst machen. Das ist eure Meditation, eure innere Arbeit und es wird sich im Außen zeigen. Also es ist immer erst im Innen und dann im Außen. Und dazu gehört einfach auch Vergebung. Und ich glaube, wenn wir mehr vergeben würden, dann wäre diese Welt ein ganz anderer Ort. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen und dass ihr dieses Ritual vielleicht für euch mal entdeckt und ausprobieren möchtet. Ich werde euch einmal den Link von Spotify, dieses wunderschöne Lied, wo ihr wirklich auch mal die Augen schließen könnt, das mitsingen könnt, das werde ich euch in die Infobox verlinken. Plus das Video von Aaron Doughty nochmal, das ist auf Englisch. Ich finde es super hilfreich, der erklärt das auch nochmal so ein bisschen anders als ich. Und macht das auch gleich danach noch. Also es ist wirklich ein Mantra, was man sich immer und immer und immer und immer wieder sagt. Und ihr könnt das mit verschiedenen Personen machen. Und ihr könnt das auch mit euch selber machen. Also ihr könnt auch das als Art der Selbstvergebung praktizieren, dass ihr einfach sagt, für mich, also ich vergebe mir jetzt selbst, ich vergebe mir selbst, dass ich Fehler in der Vergangenheit gemacht habe, ich vergebe mir selbst, dass ich Menschen schlimme Dinge angetan habe. Das zu sich selbst zu sagen, sich vor den Spiegel zu stellen und das vielleicht auch zu machen, ist auch unfassbar wirksam. Also ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich wünsche euch damit viel Erfolg, viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit kontaktiert mich gerne hier über die Kommentare oder auf Instagram lisa.dasilvadelopez und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut, bis bald. Namaste.